Krombacher neuer Hauptsponsor der Roosters. Die Krombacher Brauerei wird neuer Hauptsponsor des DRL-Vereins Iserlohn Roosters. Der Sponsoring-Vertrag wurde mit einer Laufzeit von 6 Jahren rückwirkend zum 01.07.2013 abgeschlossen. Wir sind sehr froh, dass sich die Krombacher Brauerei als Sponsor zahlreicher Highlights im Spitzensport für ein Engagement bei den Iserlohn Roosters entschieden hat, kommentierte Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters GmbH, die neue Partnerschaft. Der Vertrag mit der führenden nationalen Premium-Brauerei ist ein Zeichen, das wir für die Zukunft setzen wollen. Hier sehen wir die Langfristigkeit und Kompetenz, die wir brauchen, wenn wir unsere sportliche Wettbewerbsfähigkeit sichern und ausbauen wollen. Vom Schweizer Nationalliga B-Club ERC Olten wechselt der 30 Jahre alte Spielmacher Marty Sörtig an den Iserlohner Seilersee. Er unterzeichnete einen Jahresvertrag. Marty ist ein Spieler mit hervorragenden Händen, gutem Spielverständnis und er wird im Powerplay Akzente setzen, betont Roostermanager Carsten Mende. Stammgoalie Benjamin Finkenrath bleibt ein Husky. Die Kasseler Huskies freuen sich sehr, dass mit Benjamin Finkenrath eine weitere wichtige Säule des Teams erhalten bleibt. Finkenrath, von den Fans nur Finke genannt, erhält bei den Kassel Huskies einen Einjahresvertrag mit Option für ein weiteres. Huskies Head Coach Uli Egen: Benny Finkenrath hat eine sehr gute Saison gespielt und ich freue mich, dass er bei uns bleibt. Es ist immer wichtig, dass man sich auf den Mann zwischen den Pfosten verlassen kann. Und das ist bei ihm der Fall. Ein Wechsel auf dieser Position ist immer mit einem komischen Gefühl verbunden. Es ist gut, dass ich dieses Gefühl jetzt nicht haben muss. Deutsche U20 feiert Sieg zum Abschluss der Arosa-Reise. Zum Abschluss ihrer Reise nach Arosa in der Schweiz hat die U20-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockeybundes gegen die Schweiz mit 7:4 gewonnen. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel nutzte die Mannschaft von Bundestrainer Ernst Höfner im zweiten Spielabschnitt ihre Chancen während eines 5-minütigen Überzahlspiels und ging mit 6:2 in Führung. Im letzten Drittel erhöhte John Koslowski auf 7:2, ehe das Schweizer Team noch 2 Treffer zum 7:4 Endstand erzielte. Bundestrainer Ernst Höfner: Insgesamt war das eine positive Woche. Wir haben hart gearbeitet und uns von Training zu Training und von Spiel zu Spiel verbessert. 2 Siege und eine Niederlage sind eine gute Bilanz. Das Wichtigste an dieser Maßnahme ist, dass die Mannschaft zusammenfindet.